Hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Wir hatten in der letzten Folge das Problem, dass wir nicht wussten, wo der Ausgang ist. Ich habe mal ein bisschen gesucht, habe ehrlich gesagt so auch nichts gefunden, deswegen habe ich mal kurz nachgeguckt. Und ja, das war einfach meine Dummheit. Wir waren ja in keiner richtigen Höhle oder so. Das war ja so eine Grabherausforderung oder sowas in der Art. Und immer wenn du da drin bist, da haben wir bei den anderen Gräbern es auch immer so gehabt, dass wir einfach zurückgehen müssen zum eigentlichen Weg. Und ich war zwar hier, habe immer gesagt, hier geht's nicht weiter, aber ich komme ja hier hoch, ne? Das habe ich nicht überrissen. Ich kann hier einfach ganz gechillt zurückgehen. Das ist natürlich jetzt ein kleiner Weg, den ich gehen muss. Ja, und schon hänge ich wieder. Sind mir irgendwas? Hallo? Ah ja, okay, einmal nur nach oben. Es ist alles ein bisschen ungewohnt, weil ich ja parallel dazu Assassin's Creed streame auf Twitch. Und ja. Deswegen parallel Assassin's Creed und Tomb Raider zu spielen, ich würde es keinem empfehlen. Das führt einfach nur sehr stark zu Verwirrung. Weil der eine, der klettert einfach überall dagegen und sie will einfach teilweise nicht. Oh nein, was muss ich machen? Oh Gott sei Dank. So, dann rutschen wir mal da runter. Naja, irgendwie will ich immer ein Hecht reinmachen. Ich weiß aber nicht mehr, wie das mit dem Hecht geht. Ich war... Oh nein, es ist nicht gut. Nicht gut, dass hier so Gras ist, weil das heißt immer, dass irgendwo Kack-Piranhas sind. Ich weiß... Ich sag jetzt gar nicht, wo ich da lang schwimmen muss. Ich schwimme einfach mal hier entlang. Weil jetzt weiß ich gerade wirklich nicht, wo ich lang muss. Weil es hier immer irgendwie mehrere Abzweige gibt. Das weiß ich sogar noch. Ich hör's doch. Ah, da. Muss ich da lang? Also ich muss sowieso erstmal da lang, weil ich hier ein bisschen Luft holen kann. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ich habe keinen blassen Dunst. Naja, hier ist irgendwas, was ich noch nicht eingesammelt habe. Also es scheint ja gar nicht mehr so schlecht. 1. Dezember 1603. Wir betraten einen Cenote unweit der Stadt und schlugen in einer kleinen Nische unser Lager auf. Lopez hat sein Essen nicht angerührt und verbringt den Abend damit, wie gebannt in die Flammen zu blicken. Ich habe zweimal versucht, ein Gespräch zu beginnen, stieß jedoch beide Male nur auf Schweigen. Er ist so auf das Artefakt fixiert, dass ich mich, wäre ich ein abergläubischer Mann, fragen würde, ob es womöglich direkt zu ihm spricht. Die Soldaten bleiben ebenfalls unter sich. Sie scheinen sich nach einem Kampf zu sehnen. Einer ihrer Hunde hat mich den ganzen Abend angestarrt, als wäre ich seine nächste Mahlzeit. Aha. Gut, hoffentlich begegnen wir diese Hunde nicht. Aber wieder zwei Wege. Ah, ich komme echt nicht mehr klar mit dem Wegen. Ich finde hier wahrscheinlich nie wieder raus. Also wenn ich in ihrer Lage wäre, ich wäre total verzweifelt. Echt keinen blassen Dunst mehr, wo ich bin. Kann hier ins Wasser springen. Ob das klug ist, weiß ich nicht. Mit dem anderen komme ich wahrscheinlich da hoch. Mit dem anderen Weg. Komme ich hier wieder hoch? Oh.
glaube. Kann ich da überhaupt... Bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich hier ins Wasser springen sollte. Sehr düster und dunkel hier. Ach doch, was soll's. Ja, ist anscheinend kein Wasser. Es sah für mich sehr nach Wasser aus. Hab mich wohl sehr getäuscht. Auch und... Das vergessen wir alle sehr schnell. Bin ich irgendwo gespawnt? Ich habe keinen blassen Dunst wo. Alter, 1000 Wege hier, ey. Aber das sieht nicht schlecht aus. Also der Weg... Unten? Ja, ich muss nach unten, ne? Ah ja. Da geht's weiter. Ich laufe jetzt einfach irgendwo lang, also... Ich kann es echt nicht mehr sagen, wo ich lang muss. Ich werde wahrscheinlich hier auch haufenweise verpassen in der Höhle, weil es einfach 1000 Verstecke und Geheimnisse gibt. Aber die Höhle, die ist einfach zu heftig. Weiß jetzt auch nicht, wo der andere Weg lang gelaufen wäre. Das ist auch sowas, was... Was? Habt ihr das gehört? Oh, es speichert, also scheint es der richtige Weg gewesen zu sein. Ja, ich bin froh. Muss jetzt ehrlich sagen, alles, was ich jetzt verpasst habe... Sehe ich ein, es war einfach zu heftig. Also da muss man sich ja auskennen. Vor allem auch diesen einen Weg, wo der lange laufen wäre. Eigentlich hätte es mich jetzt schon interessiert, ne? Weil ich bin ja durch diesen Spalt gegangen. Ne, jetzt bin ich gar nicht durch diesen Spalt gegangen. Noch so ein Ding. Bin ich einen ganz anderen Weg gegangen. Von ein von vier. Oh, aber das ist ein Lagerfeuer. Aber jetzt stellt man den erstmal frei. Eine Schrotflinte. Ja, heil. Würde mir die Munition mitnehmen, die an ihm dran ist. Nur mal so. Oh, Alter. Jetzt dachte ich, dass irgendeine Zwischensequenz kommt mit Gegnern. Das kurz bevor ich beim Lager bin. Er hat hundertprozentig noch Schrotflinten bei sich. Das müssen die verschwundenen Trinity-Soldaten sein. Also ich bin wieder auf dem richtigen Weg. Das ist sehr, sehr gut. Wäre jetzt super interessant gewesen, wo der andere Weg lange... Obwohl, wenn ich mir so da hingucke, ich war da, glaube ich, bin dann da hoch. Ich habe keine Ahnung. Und jetzt mich erstmal ins Lager setzen. Inventar. Jetzt haben wir eine Schrotflinte. Super nice. Hatte ja schon zwei, aber halt vom DL, von den Erweiterungen her. Alles, wo so eine komische Sonne oder Mond dran ist. Gehört ja nicht zum offiziellen Game. Also deswegen benutze ich auch nur das, was alles zum offiziellen Game gehört. Fähigkeiten habe ich jetzt dieses Atmen des Keimen 2 erhalten. Genau. Hab 3 Fähigkeitspunkte. Weiß echt nicht mehr, was ich mal machen wollte. Das ist schon lange her. Nach der Wundheilung im Kampf widerstehen sie kurzzeitig den Schaden durch Feinden. Das hört sich sehr nice an.
Das hört sich auch richtig nice an. Ich muss mal ganz kurz durchlesen. Schießen sie Pfeile gleichzeitig auf 3 erfasste Ziele. Weiß nicht, wie oft das vorkommt. Ist natürlich falsch, ein besserer Preis bei den Händlern. Ja, naja. So viel handeln tue ich in dem Spiel nicht. Halten Sie den Kauf von Munitions- und Ressourcentaschen mit großer Kapazität bei Händlern frei. Das hört sich natürlich nice an. Mehr Kapazität ist immer nice. Ja, prinzipiell hört sich das so unten beim Kampf sehr geil an. So, die habe ich auch noch nicht. Ach du Scheiße. Sehen Sie Herausforderungsobjekte mit Überlebensinstinkte? Halten länger, nachdem Lara sich bewegt. Schwierigkeit für einen oder der Dschungel werden Feinde Ressourcen direkt leuchtet angezeigt. Sind sie Herzen? Nee. Nee. Hm, jetzt nee, nicht unbedingt. Sie können schneller schwimmen, das wäre auch nice. Wenn sie Lockfallen aus feindlichen Leichen her? Nee. Stapelt sich. Also das haben wir schon. Oder? Ach so, das 2 habe ich automatisch freigeschalten. Stapelt sich, das heißt, ich könnte noch länger tauchen. Das wäre natürlich auch nice, aber schneller schwimmen wäre auch richtig fett. Was ist das? Ja, ich glaube, ich nehme das da. So. Einmal, damit wir irgendwas nehmen. Jetzt schauen wir mal weiter im Geschehen. Schrotflinten. So, jetzt können wir die Barrieren freischalten. Nice. Da können wir überall zurück und alles sammeln. Ih, da ist eine Kakerlake. Voll ekelhaft. Hä? Gib mal einen Pfeil zurück. Was soll denn das? Oh, Mann. Naja. Kann ich aber nichts machen. Herzlichen Glückwunsch. Gut, dann gehen wir da halt mal rein. Was war das? Holy shit, Alter. Das sah aus wie so ein Wolf auf 2 Beinen. Oh.
la 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 la. Die Schrotflinte ist gerade Gold wert. Die Schrotflinte ist gerade Gold wert. Aua! 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 Wow, da ist noch einer. One Headshot. Es geht weiter. Ich brauche Munition. Was? Wow, er hat mich erwischt. Ich habe keine Munition mit den Schrotflinten mehr. Es werden immer mehr. Und der Typ da oben. Warum singe ich? Weiß mich irgendwie gerade ein bisschen beruhigt. Ich brauche Schrotflintenmunition. Das war keine Schrotflintenmunition. Und da geht mit ohne Schrotflinter geht das nicht so richtig. Wie schaut's mit dem MG aus? Nein, du erwischst mich nicht. Wow, da ist der Nächste, der mich erwischt hat. Das sind wieder mehrere. Du erwischst mich nicht. Lass mich in Ruhe. Oh nein. Oh shit. Nichts wie weg. Oh, Alter. Alter, hat's mich gerissen. Ich war. Mein Herz. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich will mit der Schrotflinte weiter rumlaufen. Oh. Schrotflinte ist voll. Komme ich hin? Guck, ich hätte die Dinge explodieren lassen können. Wo sind die her? Da. Ja. Halt, den könnte ich noch einsammeln. Oh Gott. Oh, Flint ist ausgewählt. Ich will hier gerade nur raus. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Halt. Was bedeutet das? Und was war das? Ja, alles klar, okay. Das war anscheinend irgendein Geheimnis oder sowas. Ein Sammelobjekt. Also ich habe hier sehr viel liegen lassen anscheinend, aber das akzeptiere ich. Das nehme ich... Oh nein, bitte. Das sollte sich eigentlich noch drehen. Was ich hier eigentlich noch bewegen sollte. Ich mag eigentlich den Bogen gerade nicht ausrüsten. Wenn das Wasser hier durch kann, dann schaffe ich das auch. Oh nein, ich will es doch nicht machen. Da ist gerade jemand dahinter gelaufen. Und apropos. Hä?
Achso, ich dachte, das ist ein Sammelobjekt. Aber das da unten, das muss ich erst lösen, bevor ich hier wieder... Da bin ich mir fast sicher. Genau. Ich muss das Ding selbst drehen. Ich drehe das erstmal, bevor ich da das andere aufmache. So, das war's. Ja, gut. Aber ich wähle die Schrufflinte aus. Das ist ganz safe. Die war ganz nice gegen die Viecher. Wunderschön, wunderschön. Dieser Rosenkranz ist ein reich verziertes Exemplar der birgittinischen Variante und hat 6 anstatt der üblichen 5 Gesetze. Da ist irgendetwas eingraviert. Andres Lopez? Was ist wirklich eine schöne Kette? So, und jetzt nichts wie raus hier. Gut, dass ich länger tauchen habe. Aber nicht voll. Da ist noch was zum Sammeln. Mehr haben wir hier nicht. Nope, außer ein paar Pflanzen, die ich eh schon immer voll habe. Gehen wir hier weiter. Hoffentlich ist es der Ausgang. Ich will hier einfach nur noch raus. Das ist eine absolute... Oh! Eine Falle und ich bleib direkt davor stehen. Was für ein Zufall. Wie Glück ich habe. Alter, ich wäre aber echt beinahe reingelaufen, ne? Ich wollte eigentlich gerade nur so gucken, wo ich lang muss oder wie weit es noch ist. Ist hier auch noch eine Falle? Nee, ne? Ich muss irgendwie darüber. Immer schön mit der Schrohflinte. Undatiert. Fremdartige Krieger verfolgten uns durch die Höhlen. Wir rannten, zu schnell für eine genaue Beschreibung. Die meisten Soldaten fielen im Kampf. Sie schlugen sich tapfer, waren aber unterlegen und in der Unterzahl. Irgendwann erreichten Lopez, ich und ein einziger überlebender Soldat einen prachtvollen Tempel. Ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie jemand ein derartiges Bauwerk so tief unter der Erde errichten konnte. Eine massive Tür versperrte uns den Weg. Lopez befahl Perez, dem letzten überlebenden Konquistador, mit verzweifelter, brüchiger Stimme Wache zu halten, während wir den Mechanismus untersuchten. Die Tür öffnete sich, doch unsere Freude über diesen Erfolg fand ein abruptes Ende, als wir Perez Todesschreie hörten. Diese Laute verfolgen mich noch immer. Ja, also eigentlich sollten wir nicht durch diese Tür gehen, aber was macht Lara? Hundertprozentig gehen wir durch... Oh, ich wollte jetzt dahinter springen, aber ich muss erstmal dahin, sehe ich gerade. Weil vielleicht hätte es auch geklappt, wenn ich dahinter direkt gesprungen wäre, aber hätte auch sein können, dass es nicht klappt. Dezember 1603. Ich wurde mitten in der Nacht durch ein seltsames Geräusch geweckt. Lopez starrte noch immer ins Feuer, obwohl es inzwischen nur noch aus Glut bestand. Ich fragte ihn, ob er das Geräusch ebenfalls gehört hatte, erhielt als Antwort aber nur ein Knurren. Ich legte ihm eine Decke über die Schultern und fachte das Feuer wieder an. Dann setzte ich mich und lauschte. Ich hörte weit entfernte Schreie und Zischlaute,
die vermutlich durch die Windungen der Höhle verzerrt wurden. Doch unter all diesen Geräuschen war noch etwas anderes. Ein schwaches Summen. Ich habe so etwas schon zuvor gehört, jedoch nur selten und auch nur, wenn ich tief ins Gebet versunken war. Es klang wie die Stimme Gottes. Als ob irgendjemand weiß, wie die Stimme Gottes klingt. Aber gut, ne? Ich will ja nichts sagen, weil... Ach du Scheiße. So viel zu dem Thema... Was für ein Anblick. Was ist hinter der Tür? So viel zu dem Thema schnellstmöglich hier rauskommen. Da hinten war noch irgendwas. Komme ich hier von einer anderen... Halt! Naja, ich komme nur von der anderen Seite rein. Du Scheiße. Da ist auch noch irgendwas. Das holen wir uns noch. Kann ich da hochklettern? Nö. Ich hoffe, dass diese Viecher oder Personen, die komisch ausschauen, nicht schwimmen können, weil das wäre echt bitter. Oh. Komm her. Diesmal waren es 3 Schüsse. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Aber Lara ist schon besonders, ne? Eine ganze Reihe von Soldaten haben die nicht niederbekommen. Und wir haben eine Schrotflinte und sind die... Alter, hier schaut's aus. Ja, so viel dazu, ne, mit den Soldaten. Oh, fuck! Ah. Okay, das war ein Headshot. Deswegen nur 2 Schüsse. Fließendes Wasser an dem Rad. Schaffe ich wahrscheinlich mit der Hand nicht, oder? Doch! Da komme ich hin. Guck mal, nice, da komme ich immer schön durch. Schrotflinte auswählen, unbedingt. Fließendes Wasser an dem Rad. Ja, ich gucke immer nur nach Sammelobjekten. Nach Munition. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ist ja gut, oder? Kriegen wir schon hin. Ich mag nur immer sehr ungern den Bogen auswählen. Nein, ich stand doch schon neben dem Ding. Scheiße. Sau nervös. Tja.
So vielleicht? Da sehe ich auch gerade eins. Sich das andere dann löst. Da klettert was. Habt ihr das gerade klettern sehen? Uah. Oh, hinten oben links im Bildschirm, da klettert wieder eins. Du Scheiße. Muss ich das wieder erst irgendwie frei machen? Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja, ich weiß. Ah, ja. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja, aber ich muss da oben erst das irgendwie kaputt machen. Ich weiß aber noch nicht genau, wo, wie ich da hinkomme. Krabbelnde Viecher sind gerade nicht da. Ich nehme mal wieder die Strohflinte erstmal, ne? Sicherheitshalber. Oh! Könnte es sein, dass ich... Ja. Das erstmal zum Klettern benutzen muss und dann, wenn ich da hochgeklettert bin... wieder zurückdrehen muss. Andere Richtung. Da ist wieder das Viech, was klettert. So. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich will da eigentlich ungern hin. Okay. Oh ne, geht ja mit E. Muni-Verschwendung, schade. Oh. Fuck. Scheiße. Oh, wo ist es denn? Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Alter. Wie ein Horrorspiel hier. Dass ich da runtergerutscht bin, das war purer Zufall. Bin einfach aus Angst einfach irgendwo hingesprungen. Genau, und jetzt kann ich das da oben aufdrehen. In die andere Richtung. Ja, das war's. Fast fertig. Es sind auch nichts. Woher kommen die Bösen? Oh, shit! Nein! Ich hab gerade die Rundflinte nicht ausgewählt! Oh. Aua. Aua. Treffen die mich da? Nee. Ist voll geil hier in der Ecke. Guckt ihr ja direkt rum. Ah! Ah! Nein, lass mich in Ruhe! Ah!
Oh. Irgendwo schießt noch jemand Pfeilen. Ah, nein. Der Pfeil kam von da. Aua. Irgendwie vergiftet, Alter. Die machen richtig Damage, die Leute. Auch wenn die mich hauen, ich bin immer fast direkt instant tot. Oh, die Viecher sind so gruselig. Oh, fuck. Ich bin so fertig mit der Welt. Ich bin so K.O. Oh, ich finde aber, dass das ein guter Moment ist, um aufzuhören. Sehr spannend gerade und hoffentlich sieht man sich in der nächsten Folge. Ich mach mal kurz, ganz kurz Pause, weil ich pack das gerade nicht mehr. So, schön, dass ihr da wart und bis zur nächsten Folge. Ciao!